Ja, danke, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schöne Antwort. Danke, lieber Uli. Gleichwohl ist es ja schon so, dass die Bundesebene hier nicht ganz ungeschoren davonkommen wird. Aber fangen wir erstmal mit dem Antrag hier auf Länderebene an. Ich finde gut, dass Sie einen Antrag eingebracht haben. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, einen dauerhaften sozialen Arbeitsmarkt auszubilden. Vor allen Dingen mit Integration der privat-gewerblichen Unternehmungen. Das, was wir bis jetzt hatten, nämlich dass wir die GmbHs, die Integrationsunternehmen und so weiter, da bis jetzt nur mit, ich sage sogar in Anführungsstrichen, belastet haben, das hat nicht zum Ziel geführt, wie wir es gerne gehabt hätten. Da müssen wir das Ganze auf mehr Schultern verteilen und in Gesprächen mit allen Trägern, sowohl der GmbHs wie auch mit Gesprächen der freien Wirtschaft, ist immer zum Tragen gekommen, Unternehmen stehen dafür bereit. Auch Unternehmen in diesem Land wollen ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Und das können wir hiermit schaffen. Und deshalb finde ich gut, dass Sie diesen Antrag so einbringen. Zurzeit ist es ja wirklich, das haben die Kollegen alle einhellig gesagt, und es ist halt einfach auch Faktenlage so, dass NRW bei den Langzeitarbeitslosen mit am schlechtesten im Bund dasteht. Wir haben die Menschen, die am längsten arbeitslos sind hier in NRW. Wir haben die meisten Menschen in einem Bundesland, die länger als ein Jahr, sogar länger als zwei Jahre arbeitslos sind. Alles benannt. Bis jetzt haben keine Projekte und keine strukturellen Dinge dazu geführt, dass das abgebaut worden wäre, dass den Menschen eine Chance gegeben worden wäre, wieder in Arbeit zu kommen. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen oder gehört, welche Menschen das überhaupt betrifft. Menschen mit sogenannten multiplen Vermittlungshemmnissen, alles Mögliche dabei. Migrationshintergrund der letzten Generation, familiäre Verhältnisse, Menschen, die auch in der Familie andere Familienangehörigen pflegen, ganz viele Dinge. Manche Menschen sind auch einfach dabei, die ob der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit verlernt haben, ihren Tagesablauf zu gestalten. Alles das kann man jetzt nicht nur, oder soll man, ich denke, das ist Ziel des Antrages, soll man demnächst nicht nur in einem Integrationsunternehmen wieder lernen oder nur alleine auf die Jobcenter abgeschoben wieder lernen, sondern auch als Partner mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und das finde ich gut an dem Antrag und das möchte ich hier herausstreichen. Wie können diese Menschen aber, was liegt da individuell dran, was brauchen die, um wieder in Arbeit zu kommen? Zum einen das Arbeitsumfeld, habe ich gerade schon gesprochen, Unternehmen. Dann brauchen sie natürlich Qualifizierung und da finde ich an Ihrem Antrag besonders gut, dass Sie jetzt nicht nur sagen, wir brauchen für die Menschen einen Eingang in dauerhafte duale Ausbildung, sondern Uli Alda hat es ja eben auch schon gesagt, Kollege Preuß auch, dass der modulare Anteil wahrscheinlich erhöht werden muss. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir Menschen haben, die es nicht schaffen werden, eine komplette duale Ausbildung durchzuziehen. Und da hilft dann halt auch einfach, wenn es jemand nicht schafft, dass er komplett Werkzeugmacher lernt, vielleicht wird er einfach mit dem Schweißerschein auch glücklich und auch am Arbeitsmarkt Fuß fassend. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Da müssen wir uns von frei machen, dass wir alle in Anführungsstrichen und übertrieben genannt zu Nobelpreisgewinnern ausbilden werden. Das schaffen wir aber nicht nur durch Angebote, sondern auch durch eine entsprechende Betreuung. Zurzeit haben wir absolut unterirdische Betreuungsraten bei den Jobcentern. Wir reden hier von Betreuungsraten von einem Betreuer, einem Jobcenter-Mitarbeiter zu 150 bis 200 betreuten Menschen. Das ist keine Betreuung, das ist nicht mehr Verwaltung, das ist Notstand. Und wir lassen die Menschen im Jobcenter alleine bis jetzt damit. Mal ganz abgesehen von den sogenannten Kunden. Aber selbst die Menschen im Jobcenter, die das bewältigen müssen nach ihrer 6 Wochen Kurzausbildung, die lassen wir damit komplett alleine. Und diesen Betreuungsschlüssel, den müssen wir ändern. Und ich hoffe, dass wir da im Ausschuss auch zu kommen. Übrigens, Kollege Preuß, ich hoffe, dass wir nicht nur ein Expertengespräch kriegen. Ich hoffe, dass wir da eine große Anhörung kriegen. Also selbst meine kleine Fraktion, also so ein Halbdutzend Namen fallen mir direkt ein. Also da hoffe ich doch, dass wir das relativ groß aufziehen. Würde auch der Einbringung entsprechen, finde ich. Um diese Bestreuungsschlüssel natürlich hinzubekommen, braucht es Geld. Und dazu brauchen wir frisches Steuergeld.
Da wird es nicht reichen, wie Frau Nahles jetzt angekündigt hat, Geld umzuschichten. Kollege Gabrecht hat völlig recht, es ist keine Kürzung, es ist eine Umschichtung. Bringt die Jobcenter zwar völlig durcheinander, weil es vorher nicht mit denen abgesprochen ist, aber es ist eine Umschichtung. Gleichwohl erinnert mich diese Umschichtung von einer Gruppe Arbeitslose vielleicht zur nächsten Gruppe Arbeitslose so ein bisschen an Münchhausen. Der hat sich auch am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Erwarten wir jetzt von den Arbeitslosen auch. Wird nicht funktionieren, hat bei Münchhausen schon nicht funktioniert. So, wenn ich mir dann anschaue, wie die Steuereinnahmen, die geschätzten Steuermehreinnahmen auf Bundesebene in den nächsten Jahren aussehen sollen, dann sagen die Wirtschaftsinstitute, ganz konservativ gerechnet, mindestens 10 Milliarden Euro Netto-Steuermehreinnahmen im Jahr voraus für die Bundesebene. Wenn da nicht geschafft wird, 250 Millionen für die Ärmsten der Armen bei uns auszugeben, die wirkliche Hemmnisse haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen, dann ist die Politik dieser Bundesregierung absolut verfehlt. Oder anders ausgedrückt, vielleicht kaufen wir 2 A400M weniger. Also an der Stelle ist es durchaus angebracht. Und was mir da noch wichtig ist, weil hier vielfach drauf abgehoben worden ist, der Passiv-Aktiv-Transfer. Ja, der alleine wird es aber nicht richten. Der Passiv-Aktiv-Transfer ist notwendig, sehe ich ganz klar, aber selbstverständlich muss es da etwas on top geben. Für Menschen, die sich aktiv für ihre Zukunft einsetzen, muss es da auch ein Ziel geben und nicht nur einfach, dass sie das, was sie vorher sowieso als SGB-II-Leistung gekriegt haben, jetzt als Entlohnungszuschuss kriegen. Das muss mehr werden, meiner Meinung nach. Aber da werden wir ja dann im Ausschuss drüber sprechen. Was mir auch noch ganz wichtig ist, was eben so ein bisschen untergegangen ist, vieles ist ja schon gesagt worden, wiederhole ich deswegen extra nicht. Diese Aufgabe ist selbstverständlich für die Menschen, die es betrifft, extrem wichtig. Sie ist aber auch für unsere Unternehmen extrem wichtig. Gucken wir uns den Demografiefaktor an. Wir haben jetzt aktuell 43 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland insgesamt. Wenn man sich die demografischen Entwicklungen anguckt, fortgeschrieben, allerdings muss man dazu sagen, mit einem Plus von 100.000 Menschen im Jahr als Wanderungsüberschuss, dann kommen wir bis 2050 auf Menschen, die hier Vollzeit arbeiten können, von vielleicht 25 Millionen. Das sind die aktuellen Statistiken. Das heißt, diese Menschen, die zurzeit nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen, die werden von unserer Wirtschaft dringend gebraucht werden. Und entweder wir aktivieren sie jetzt oder sie werden uns bitter, bitter fehlen in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Und deshalb ist dieses Geld, was ich eingefordert habe von der Bundesebene und frisches Steuergeld ist, das muss man sagen, nicht nur für die Menschen, denen es sicherlich helfen muss und wo es auch dringend ist, aber es ist auch zusätzlich eine Hilfe für unsere Wirtschaft. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass das von Bundesebene aus geregelt wird. Und ich freue mich wirklich auf die Anhörung im Ausschuss. Sie möge bitte groß sein und sie möge die Einheitlichkeit, die wir hier im Fachbereich gezeigt haben, widerspiegeln. Und lassen Sie uns hier bitte zu guten Ergebnissen kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die Landesregierung spricht